eure Zeit. Heute Abend bei mir. Ja, ich f*** dich doch heute Abend noch. Ich, meine Güte, das habe ich dir doch schon dreimal gesagt. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen wieder zurück auf der legendären Map Manningen. Erste Folge kam ja gut bei euch an, machen wir heute direkt weiter. Und zwar auf einer weiteren Linie, einer sehr lustigen Linie, denke ich mal. Und zwar fahren wir heute die Universitätslinie 65. Ich wollte eigentlich einen Solobus oder einen Citaro Car nehmen, weil ich mir dachte, ja, angesichts dessen, wie uns die Fahrgäste beim letzten Mal begegnet sind, ja, wie die so drauf waren, würde es hier nicht viele Studenten geben. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, nimmst mal einen Citaro Facelift G. Ist auch schon länger nicht gefahren, jetzt fuckt mich schon dieser LKW ab hier. Ja gut, muss ich gleich mal wegfahren, und zwar in der Variante UM457HLR Euro 5 Void. Das ist das Soundpack von meinem Zuschauer Rayday, was privat ist. Ich habe euch ja schon mal gezeigt, das ist auch nach wie vor noch in der Entwicklung und daher privat. So, starten wir doch gleich mal. So, fahr mal bitte. Ich weiß, ich habe dir keinen Vorratzug gegeben. Aber ich muss die scheiß LKWs hier durchlassen. Gut, so müsste das reichen. Wir fahren die Linie 65 von Tulpenmöse bis nach Markenrode Villa. Von der Haltestelle Tulpenmöse, ja. In dem Stadtteil Mösendorf. Wo ich mir echt zwei Fragen gestellt habe. Einerseits, inwiefern ist der Entwickler gestört? Ja. Und andererseits, ja, schön, dass du da wendest. Ich lasse dich jetzt aber nicht vorbei. Und andererseits, wer hat ihm bitte ins Gehirn geschissen? Also ganz ehrlich, wie kann man denn bitte solche Namen verwenden? Ich weiß nicht, also irgendwie fehlt mir da die Ernsthaftigkeit so. Ist halt so. Also ich weiß nicht, in OMSI hat es vielleicht nicht zu suchen so. Na? Ansonsten ist es natürlich schon geil, aber in OMSI hat das eh nicht wirklich was zu suchen. So. Richtig, fahren wir irgendwie über Universität oder so? Müsste ja eigentlich der Fall sein, oder? Da, Müllerstraße Universität. Ja, ist klar, dass die Universität keinen eigenen Haltestellennamen bekommt, aufgrund dessen, weil hier nicht so viele Studenten sind und die Stadt nicht so gebildet ist. 65, Unilinie, Markenrode, Villa. Jo. Ihr seht, ich habe wieder das Standard Repaint ausgewählt von der SVB Sitting. Oh, da kam auch wieder so ein Kiddie an, so ein behindertes Kiddie. Digga, da ist doch noch ein anderes Repaint mitgeliefert und so weiter. Und das kann doch sein, dass die Busse alle Innenausstattung verschieden haben und so. Und denke ich mir so, halt die Schnauze, Dicker, ne? So, ja, Innenanzeige, sehr schön. Gut. 28, also 29 ist Abfahrt. Machen wir 28 rein, klare Sache. Ich habe abends mal ausgewählt, aber es ist noch nicht dunkel, komischerweise. Bin gespannt, wie sich der Gelenkbus hier so schlägt. Bin die Linie selber noch nicht gefahren. Ich hoffe, es war kein Fehler. Also ich glaube, hier muss er irgendwie angefangen haben zu bauen. Weil das ist ja hier nur Wendeschleife hingeklatscht. Standard Spandaustraße, ne? Halt die Schnauze, halt die Schnauze. Ohne Witz, so. Ich habe in der Infokarte, oben rechts, Unfrage drin. Es gibt noch weitere Linien hier und eine Linie, die geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Wenn ihr Bock habt, dass wir die am Stück abfahren mit den Fahrgästen, dann könnt ihr da gerne abstimmen mit Ja oder Nein. Je nachdem, sollen wir die nochmal fahren oder nicht. 45 Minuten uns diese Map nochmal gönnen. Mit diesen Fahrgästen. Ja oder Nein? Wenn ihr sagt, ja, machen wir es. Wenn ihr sagt, nö, ist auch okay, machen wir es halt nicht. Nächste Halt, Köcherstraße. Ja, und das war schon mal falsch. Scheiße.
Scheiße, Alter. Kann ich irgendwo wenden? Boah, ich kann nochmal eine Runde fahren, ne? Was macht er denn? Na gut, dann fahren wir nochmal eine Runde. Das ist bei so einem, wenn die Straßen so kurz sind und so viel Kreuzungen da sind und Kurven, dann kommt da Omni-Navigation, ist das, wirkt das ein bisschen unübersichtlich. Aber wir können ja, oder wir lassen die eine Haltestelle aus, das können wir natürlich auch machen. Aber das erkennt er dann wieder nicht an, ne? Ich bin doch nicht bescheuert, oder? Wir lassen die eine Haltestelle einfach aus. Juckt mich gar nicht. Was war das hier? Tour 2. Mein Metall. Mein Abstand Abfahrschein, bitte. Oh, bist du behindert oder was? Ach du Scheiße. Eine Tageskarte, bitte. Ach du Scheiße. Nee, Alter. Danke. Ja, bitte. Wenigstens bist du ordentlich hier. So. Tour 2 hatten wir gesagt. Ja, Omni Navigation, du brauchst da gar nicht rumzicken. Wir sind so oft kein Bus. Wie kann man deine Haltestelle keinen Bus nennen? Weil hier 5 LKWs stehen, oder was? Ja gut, 4. Oh, der mich jetzt... Es sind nur 4 LKWs. Ich weiß auch nicht, wie man die Map feiern kann. Also ohne Witz. Habe ich aber einigen Kollegen gesehen. Ich könnte jetzt wieder ein paar andere YouTuber schießen. Habe ich jetzt aber gerade nicht so Bedarf. Gibt da so ein, zwei Kollegen, die feiern diese Map. Und die laden sich dann auch den Entwickler ein und teilweise. Und da denke ich mir so, Digga, bist du komplett auf den Kopf gefallen oder was? Hier, viel zu breite Straße. Ihr seht, der LKW fährt mitten auf der Straße, also genau in der Mitte. Das heißt für mich, es ist nur eine einspurige Straße. Aber was man sagen muss, die Überlandabschnitte sind okay. Also sieht nicht verkehrt aus. Ich glaube, jetzt am Abend ist es auch für eine Universitätslinie nicht mehr so passend, hier mit dem Gelenkbus lang zu fahren. Ist mir aber egal. Den ganzen Tag eingesetzt. Eine Kurzstrecke, ich habe heute keine Lust zu laufen. Ja. Das sagt Manfred auch immer. So, von rechts scheint da wohl noch eine andere Linie zu kommen, oder? Da war auf jeden Fall noch eine Haltestelle. So, Busspur. Oh, das sieht aber echt schwach aus hier. Guckt euch das mal an. Das sieht ja komplett eintönig aus. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit von OMSI 1. So, da sah das auch alles so aus. So die ganzen Spielwerkkarten. Man ist ja gar nichts. Ist ja kein bisschen Vegetation da rechts. Ein paar Bäume hier so hingesetzt. Ich weiß auch gar nicht. Also außerhalb geschlossener Ortschaften ist 100 so, ne? Wollen wir eigentlich auch mal fahren. Ist ja eh kein Gegenverkehr. Also es ist erstaunlich, dass OMSI so bei so nix auf der Map platziert ist, da einfach ruckelt. Poststraße. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier denn in der Nähe ist, weshalb hier Leute einsteigen oder auch aussteigen. Ja, ob sie so eine DB Fahrplantafel haben, wa? Guten Morgen. Morgen. So. Morgen. Ich glaube, die Leute, den fällt das nicht auf, wenn man die hier mit Guten Morgen um 19.33 Uhr begrüßt. So. Das juckt die gar nicht.
So, die Mac-Performance wird schlechter. Absolut unmöglich eigentlich. Also zentraler Bushof, hat er das ernsthaft gerade gesagt? Dann müsste das heißen ZBH. Wenn man hat schon auf hochwertige Objekte hier verzichtet, dann muss eigentlich auch die Performance gut sein. Das ist ja auf Rheinhausen. Auf Rheinhausen ist Performance gut. Weil nur Spandau verbaut wurde und trotzdem 25 Euro verlangt wurde. Aber deswegen fahren es halt oder kaufen es auch halt viele, weil die Performance super ist. So, Pause haben wir nicht, mein Ding, ZOB. Wir müssen dann wieder so eine Runde fahren. Und da ist es ja sehr, sehr eng. Das haben wir in der letzten Folge gesehen. Er zieht hier sehr stark. Moment. Ja gut, weiß ich nicht, wo man die... Kann auch von Adam Lauensbach hier sein, soweit. Ansonsten wird hier sowas hier auf Backdrop-Hausen ganz oft verwendet. Für die Ampel. So, 26er. So, hier rein. Ja, die Baustelle war letztes Mal auch schon hier. Kommt keiner, wa? Ach ja, habt ihr vielleicht gerade gesehen. Also ich hatte beim letzten Mal gesagt, keine Payware-Add-ons. Und habe ich leider einen Kommentar noch bekommen. Ja, man sieht ja hier die Aachener Haltestellenschilder. Und das ist komplett richtig. Anscheinend braucht man doch Aachen. Das wurde nirgendwo erwähnt. Oder es sind nicht die von Aachen, sondern sind welche aus dem Omsi-Forum. Die es einfach so ähnlich aussehen. Kann natürlich auch sein. Ich habe geschrieben, der Kollege soll mal den Entwickler anschreiben. Und stand jetzt, stand der Aufnahme, ist auch nichts Neues so rausgekommen. Keine Ahnung, ob sie von Aachen sind oder nicht. So. Jetzt geht richtig los hier. Grüß Gott, mein Lieber. Grüß Gott. Tach. Schnauze. Hallo. Der gibt's besoffen, Alter. Geben Sie mich was Langes. Was Langes? Faxen das Ding wieder ein. Ich wollte eine Tageskarte. Genau daran habe ich gerade auch gedacht. Bei was Langes? Heute Abend bei mir. Ja. Die nicht so lang echt? Wie viel kostet? Ich weiß nicht. Kannst du mir geben? Ich weiß nicht, wie heißt. Digga, wie viel Kippen hast du geraucht, ey? Also nochmal so... Ich will jetzt haben Fahrschein. Also erstmal, ja. Rauchen ist scheiße. Du mir nichts, das geben, nicht nichts haben. Und Alkohol ist auch scheiße, Digga. Hallo, kannst du mir jetzt geben? Scheiß Russe mit seinem Wodka. Ey, bist du dumm, das... Scheine Digga, mal, Alter, sagst du einmal, du bist dumm, Alter. Ich boxe dir die Schnauze ein, ey, dass das klar ist. Hässlicher Hurensohn. So, Entschuldigung. Als Busfahrer muss man... Wird man da natürlich leicht aggressiv? Solchen frechen Kindern. Wenn du wieder fertig, dir natürlich aufs Maul gegeben, ist doch ganz klar. So, und dort vorne fahren wir dann links, genau, das hatte ich in der letzten Folge erwähnt. Also hat der da vorne kein Repaint? Manning ZOB? Keine Ahnung. Was ich auch nochmal anmerken muss, es wurde keine Linienliste mitgeliefert für die Map. Auch nicht schön. Und dann habe ich geguckt, ob es für ein Facelift Solo Repaints gibt. Ja, gibt es, aber es wurde keine CTI-Datei erstellt. Das heißt, ihr könnt also mit denen nicht fahren. Es werden euch Dateien mitgeliefert, aber dadurch, dass keine CTI-Datei dabei ist, kann man sie nicht fahren, wenn sie nicht angezeigt genommen. Sie ist auf jeden Fall auch sehr schön. Aber das kann man ja alles noch beheben, ne? So, warum fahre ich nicht auf der Busspur? Weil ich gleich rechts abbiegen muss.
Ja, wobei, guck mal, die Busampel für uns zeigt nach rechts abbiegen. Das heißt, wir dürfen hier durchfahren. Digga, ich hab den Bus extra abgesenkt. Hier, kann ich gerne auch hoch sein, da musst du noch höher treten, ne? Heute Abend bei mir. Sorry. Ich hätte gerne ein Ticket. Ein Ticket hättest du gerne, ja, sowas habe ich hier. Wird ja mal Zeit. Halt die Schnauze, Digga. Guten Abend. Abend. Guten Abend. Oh ne, nicht Computer schon. Ein Normalfahrschein. Ein Normalfahrschein. Wenn die menschlichen Stimmen ausgehen und man keine findet, so, dann muss man Computerstimmen nehmen. Hallo. Hallo. Die ist noch die Nummer. Schrei nicht so. Diese Riesenstufe. Schneller! Nächstes Mal senken Sie den Post bitte ab. Alter, du kriegst ja Kopfschmerzen bei, wa? Na also! Kreh nicht so, du scheiß Vogel. Mach drauf, man ist endlich zu weit. Oh, red nicht so behindert. Ich höre dir schon gar nicht mehr zu. Danke. Ja, bitte. So, du auch noch? Geben Sie mich was Langes. Bah, Sie Sau! Wachsen das Ding wieder ein. Ach du Scheiße, ey. Also wirklich, ey, man muss schon sehr gestört sein, um sich so weit auszudenken. Also es ist wirklich so. Also wenn du ein normaler Mensch bist, wenn du normal drauf bist, so, dann im normalen Zustand, ohne jetzt irgendwas konsumiert zu haben, dann kommst du auf so Sachen einfach nicht. So, oder du würdest nicht auf die Idee kommen, du machst eine Omsi-Map, wofür du auch die anderen YouTuber zeigen, die du im Omsi-Forum veröffentlichst. Ja, und dann, wo eigentlich auch ein gewisser Ernst da sein sollte, dann machst du so einen Scheiß, also. Fragwürdig auf jeden Fall. Und ja, ich habe mir den Entwickler nochmal angeguckt und ja, das ist auch ein, naja, YouTuber, kann man sagen, weiß ich nicht, seinen paar Abonnenten da, 500 hat er. Es ist einer, ich habe gegen ihn schon mal ein Video gemacht früher. Das ist schon, weiß ich nicht, schon ewig her mittlerweile, aber als er mal 100 Abonnenten hatte oder so, ich habe mir seine Videos angeguckt, habe gemerkt, dass er übelst gestört ist. Ne? Und da habe ich tatsächlich damals ein Video gegen gemacht und habe gesagt, ja, guck mal vorbei, lass mal Dislike da. Ich habe mir das Video nochmal neu angeguckt, ja. Hat er tatsächlich einige Dislikes. Weiß nicht, warum solche Kanäle dann 500 Abonnenten bekommen. Also, damals hatte er 100. So kann ich eigentlich, naja, ist schon, eine gewisse Zeit ist es schon her. So. Hier sollen also keine Fußgänger rüber, habe ich richtig verstanden, ja? Natürlich die Frage, ist der Entwickler, ist der Typ nur so, weil er denkt, dass er damit auf YouTube ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt? Oder hier, durch die Karte wird er natürlich auch einen Abonnenten dazu bekommen und so weiter, macht er das nur, tut er nur so und versucht dadurch ein bisschen erfolgreich zu sein? Oder ist es einfach wirklich so? Also wenn letzteres der Fall ist, dann wäre das schon bedenklich. Übrigens wollte keiner aussteigen hier bisher. Tag. Jo. Jo. Oh, red nicht so. Red mich nicht mit Dicker an, du Fettsack, ey. Kurzstrecke heißt das außerdem. So, Manfred geht durch der... Namen. Red ordentlich, Dicker. So, jetzt wird's aber. Das ist wie auf Alheim-Lauensbach hier, Linie 21. So, ich hoffe, das passt. Oh. Wir haben übrigens wieder Kollision an heute. Wollte ich nur noch mal sagen. Boah, ist halt eng, Alter. Ticket auch ein bisschen billiger. Oh, Sie wissen ja, meine Rente, die lässt sich nicht mehr bezahlen.
Willst du mich hier bestechen oder was? Ich kann dich auch gerne nach Hause schicken, dann kannst du laufen, ey. So. Ey, meine Fresse. Aber ich meine, kreativ ist es ja, ne? Das muss man auch mal sagen. Kreativ ist es. So, hier. Zebrastreifen ohne ein Verkehrsschild hinzusetzen. Hier eine Kreuzung ohne Verkehrsschild. Okay, nicht schlecht. Und das meine ich halt, ne? Das sind dann nur so eine Ideen wie, ja, wie nenne ich meine Haltestellen? Nenne ich die jetzt Mösendorf oder, weiß ich nicht, Feuchtefotzen oder sowas? Weiß ich nicht. Aber mal auf die Idee, ein paar Schilder hinzusetzen, ein paar Verkehrsschilder, ist man da nicht gekommen. Wenigstens hier mal ein paar Kreuzungsschilder. Was geht ab? Ja, weiß ich nicht, was ich mit... Oh, Digga, das ist auch so scheiße nachgesprochen, ne? Ohne Witz. Scheine macht Tasche kaputt, ich will größer. Ja, ich habe nur lila Scheine, davon wirst du aber nie in deinem Leben welche bekommen. Boah, das ist aber... Das ist auch sowas von unrealistisch, ne? Guck mal, wie gefährlich das hier einfach mal ist. Das würde in der Realität nie so gebaut werden. Da würde mindestens ein Zaun oder sowas würde dazwischen sein. Der Straßenverlauf ist auch sehr unrealistisch. Und wenn man sich mit der Map ein bisschen intensiver befasst, so wie ich jetzt hier... Dann wird man relativ schnell merken, dass die Map einfach nichts ist. Weil manche sagen auch, ja, du meckerst da zu viel und so weiter. Ich finde, dass ich da nur ein bisschen meine Meinung zu sage. Und da wird es auch immer Leute geben, die mir zustimmen werden. Oder auch immer Leute geben, die da vielleicht nicht der einer Meinung mit mir sind. Aber... Ist okay. Ne, so ist das eben. Aber dann halt so kleine Kinder, die da immer ausrasten. So, wir sind an der Uni. Wie erwartet, keinerlei Fahrgäste, die aussteigen, weil die alle hier zu dumm sind für die Uni. Hallo. Oh, rauch nicht so viel. Oh, eine normale Fahrt. Und darf ich dir bitte die Stimmbänder... Darf ich dir die Stimmbänder durchtrennen, so? Ist das möglich? Also... So. Willst du noch was sagen? Nee, okay. Siehst du? Wollen Sie mich veräppeln oder was? Das ist falsch! Was ist denn falsch? Deine Mutter ist falsch, ey. Na also! Ich sitze hier nur Kopfschütteln, sorry. Bis zum Ende, immer viel, viel weiter! Bis hier und noch weiter. Oh, das ist auch so ein behindertes Lied, ne? Danke. In der Kürze liegt die Würze. Geben Sie mich eine Kurzstrecke. In der Kürze liegt die Würze, ohne Witz, Alter. Heute Abend bei mir. Ja, ich fick dich doch heute Abend noch. Ich. Meine Güte, das habe ich dir doch schon dreimal gesagt. Was ist das hier? Park and Ride oder sowas? Ja, du läufst nicht rüber. Ich habe ich schon vorher gesehen. So, das sieht unglaublich unspektakulär aus hier. Oh, ich muss echt aufpassen mit meinem Nachläufer hier. Bitte fahr mir nicht rein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Omsi-Kay ist auch so unberechenbar.
Und übrigens, der Fahrplan haut jetzt hier zum Ende auch überhaupt nicht hin. Also seitdem wir jetzt vom ZOB wieder los sind, haben wir Verspätung, die ich eigentlich so nicht erklären kann. Guten Abend. Abend. Ja. Was willst du? Danke. Ja, red ordentlich. Guten Abend. Guten Abend. Garten für den ganzen Tag, bitte. Boah, der ist gleich vorbei, aber ist okay. Mich juckt er nicht. So, hier, das ist die Gladbeck-Gedächtnisstelle. Sechsmal dasselbe Haus nebeneinander. Straße ist 28. Juli. Die Map kam am 30. Juli raus. Wäre cool gewesen, wenn man jetzt vielleicht Straße des 30. Juli genommen hätte. Auch hier muss normalerweise irgendwie so ein Schild hin. Achtung, Bodenwelle oder sowas, ne? Aber nö. Drauf geschissen. Drauf geschissen, Digga. Ach, da eine U-Bahn als KI. Ach, geil. Finde ich cool, sowas. Nur irgendwie auch überhaupt nicht angebunden, ne? An den Busverkehr. Und die Verspätung wächst und wächst und wächst. Oder hier müsste rechts ein Schild hin. Parkflächen und so weiter. Die Haltestelle sieht gut aus, also gefällt mir auch der Bussteig sehr gut. So, machen wir Licht an hier. Grüß Gott! Grüß Gott! Gib mich mal eine Schein. Was willst du? Ja, Kleingeld loswerden. Oh, halt die Schnur. Kennt ihr eigentlich die Folge Hilf mir in der Würze liegt die Kürze? Müsst ihr euch gleich mal angucken. Hilf mir, Jungpleite verzweifelt und so weiter. Auf jeden Fall mega lustig. Und das ist das Ergebnis, wenn man seine Map so programmiert hat, dass keine Leute aussteigen, dass die alle bis zum Ende mitfahren. Läuft auf jeden Fall. Da frage ich mich nämlich ganz ehrlich, wozu gibt es sowas wie Beta-Tester? Groß hinschreiben. Ach ja, danke, danke, liebe Beta-Tester, ihr seid ja so geil. Aber nicht mehr hinbekommen, dass die Fahrgäste aussteigen. So, weißt du, und das ist so eine Aufgabe, die sieht jeder Beta-Tester. Ja, das sind wir letztes Mal auch schon angefahren, JVA. Also auch wenn die Map von vielen nicht so ganz ernst genommen wird, wenn ich sie in meinem Let's Play habe, dann versuche ich sie auf jeden Fall auch ernst zu nehmen. Bewerte sie auch entsprechend so. Also manche haben auch mir in den Kommentaren geschrieben, ja, es ist eine Spaß-Map, war nur zum Spaß gedacht. Ja, aber dann brauche ich sie nicht groß veröffentlichen und okay, der hat's auch eilig. Muss man nicht so einen riesen Aufstand noch drum machen. Riesen Promo machen und so. Groß mit Trailer und so, ne? Dann brauche ich sowas nicht. Wenn ich schon sowas alles mache, dann muss ich, wenn ich Zeit habe, einen Trailer zu erstellen, anstatt eine Linienliste, dann muss ich eben auch das als wirklich ernstzunehmende Map werten. So, und deswegen mache ich das so. Ich bewerte das so und vergleiche das mit anderen Karten. Ich habe beim letzten Mal gesagt, es gibt deutlich schlechtere Karten. Aber nun mal auch deutlich bessere. Klar, es ist seine erste Map. Jeder fängt mal an. Nur wenn ich eben auch Beta-Tester und all sowas habe, ne, dann muss ich eben solche Fehler wie, dass der ganze Bus voll ist und keiner aussteigt, sowas muss ich dann eben auch beheben. So, das darf ich dann eben nicht mitliefern. Oder auch mal auf die Beta-Tester hören. Also es war, hat mir einer geschrieben in den Kommentaren, der war selber Beta-Tester.
Und ihr habt ja beim letzten Mal gesehen, da war ja bei dem Paint sah ja komisch aus für den MAN. Also sah genauso aus wie das hier. Wie SVB halt. Und hatte innen drin eine BVG-Sitzbezüge. Das war woanders schon geändert worden, aber am Ende hat man es dann auch nochmal rückgängig gemacht. Hintergrund kenne ich da natürlich nicht, aber trotzdem ist das schade, wenn man da nicht drauf hört, so was die Beta-Tester sagen. So, kommt denn noch alle mit hier? Jo. Sorgt da jetzt mal eine kurze Fahrt, bitte. Okay. Ja, bitte. Los, eine Dachkarte! Ich brauche einen Anschluss. Ein Anschluss? Ja, das juckt mich doch nicht, ob du einen Anschluss brauchst, ey. Kannst du deine Mutter erzählen, aber mir noch nicht. Bis zum Ende. Immer viel, viel weiter. Danke. Ja. Sehr ungerne. So, einen Farmteil habe ich glaube ich auch noch nicht gemacht, oder? Weil man braucht ja schon. Was hier? Hä, Linie 13? Was hier sind wir das letzte Mal auch lang? Ja, ist JVA, ne? Da ist die JVA auf jeden Fall. Mhm. Hier sitzen dann so Leute wie Uli Hoeneß. VIP mit Ausblick zur Straße. Was ist das denn hier rechts? Oh, ist das ernsthaft so ein 2D-Backdrop? Och, das finde ich ja so hässlich, ne? Boah, das ist ja so hässlich. Also man merkt, es wurden auch ein paar Sachen hier von Backdrop-Hausen übernommen. Ich sage ja, man kann sich ja immer Inspiration von anderen Maps holen. Nur bitte nicht von Backdrop-Hausen und den ganzen anderen Shit, der auch dazugehört. Sprich Mallorca. Jetzt soll auch noch bald Grenzkirchen rauskommen. Das sieht deutlich schöner aus als diese Map zum Beispiel. Und da fällt mir nämlich gerade ein, weil ich will nur Spandau-Objekte sehen. Das ist echt ein bisschen ätzend. Da werden Aachen-Objekte mitgeliefert. Da braucht ihr Aachen für und kein anderes hat auch. Und Aachen hat auch sehr schöne Objekte. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Grenzkirchen. Published by Games Army. Guten Abend. Ja, ja. Wenn man auch geben Sie mir das normale Stück Papier. Sofort. Das normale Stück Papier. Kann man auch nicht pünktlich kommen. Ja, halt einmal pünktlich kommen. Also bei dieser Map muss man auch hinterfragen, was das heißen soll. Pünktlich kommen. Ja. Ja. Das ist belastend, ja. Ich kann nächstes Mal auch gar nicht absenken. Ich kann nächstes Mal mit dem Icarus hier langfahren. Ich kann erstmal schon Treppen steigen. So, hier die 0815 Spannerhäuser nochmal hingesetzt. Aber hier zu wohnen ist schon geil, also schicken Ausblick, ne? Nicht schlecht. Also ich weiß mittlerweile nicht die Sichtweite. Guckt euch das mal an. Ich habe die nicht verändert oder so in letzter Zeit bei Omsi, aber das anscheinend hat Omsi nicht mehr so Bock nachzuladen. So, hier sind noch ein paar Holländer auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier auch, also sieht man auch ganz selten hier Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder. Keine Ahnung. Ich meine, wir müssen eh ein bisschen Verspätung aufholen hier. Hier sieht doch mal. Ach, bitte.
Alter, diese Pferdelache immer noch, ne? Ohne Witz, ey. Danke. Ja, bitte. Eine Kurzstrecke, ich hab heute keine Lust zu laufen. Ja, sagst du mir auch jedes Mal. Also sieht doch mal hier gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht nehme ich das ja am Ende. Geil, wie einfach keiner aussteigt. Auf jeden Fall guter Job, der Beta-Tester. Ihr habt's drauf. Oder zumindest die Beta-Tester, die auch... Weiß ich nicht, vielleicht hat man ja auch die Aufgabe erteilt, der eine Beta-Tester macht diese Linie, der andere die oder so. Übrigens, hier fehlt auch mal wieder eine Haltelinie. Fußgängerampel ist auch nicht so. Das ist wirklich so... So ein Baustil, wo man sagt, ja, das muss schnell gehen. Da interessieren so diese... Die kleinen Dinge interessieren nicht. Muss ein paar Häuser da sein. Dann muss das Dorf Mösendorf heißen und so. Und also die Kleinigkeiten wie Fußgängerampel, Haltelinie, interessiert nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Immer dieses Klicken, ne, wenn man in die Kurve fährt, das ist jetzt irgendwie nicht eine Haltestellenbremse oder so. Das ist ganz normal hier bei der Lenkung. Ist in dem Soundpack mit drin. Und eine Baustelle. Ich liebe es. Was steht da? Amsel-Bärenweg. Ja gut, das kann an dem Programm liegen, mit dem man das macht. Ist nicht weiter schlimm. Aber auch sowas müssen Beta-Tester sehen. Ne? Hier ist mal ein Schild mit Zebrastreifen. So muss man, oder Fußgängerüberweg. So muss dann sein. Eishockey-Liga ist das, okay. DEL. Guckt euch mal den Verlauf an hier. Wir fahren hier immer nur so eine S-Linien fahren wir, ja? Immer hin und her und hin und her. Wir kommen ein wenig vom Fleck und dann wundert man sich, warum die Linie so lange geht. Eine Tanke mitten im Wohngebiet. Riecht bestimmt geil hier, wenn du hier wohnst und mal ein bisschen Durchzug machst. So, Manfred, willst du mit? Nö, dann freue ich mich auch drüber. Mal ein bisschen hier Gas geben, oder? Oder mal Kickdown hier. Habt ihr gemerkt, ne? Wie das geknackt hat? Ich kann es ja nochmal zeigen. So, wartet. Hier. So. Genau. Genau, das Klacken hört ihr, wenn man da Kickdown fährt. Ist also praktisch. Da wurde ich auch schon oft gefragt, was heißt denn überhaupt Kickdown? Ist also, wenn du normal fährst, gehst du auf Vollgas rauf, also drückst das Gaspedal voll durch. Dann schaltet er zwei Gänge zurück bei Automatik, ne? Dann kannst du halt sehr schnell beschleunigen und richtig schön Gas geben. Das ist bei Mercedes-Fahrzeugen, also habe ich jetzt mal gesehen, ist das so, dass man da extra, also wie hier, also man drückt das Gaspedal voll durch, aber da muss man nochmal richtig eine Stufe mehr durchdrücken. Dann fährt man erst Kickdown, so, das ist sehr interessant. Autobahn.
Autobahn, okay. Und keinerlei Schild an wie vorher gewesen, dass hier eine Autobahn sein könnte. So ein Ortsschild oder so, nö. Ist okay, na gut, fahren wir Autobahn hier. Schön zweispurig. Gönnen wir uns. Oder anscheinend doch irgendwie dreispurig. Ja gut, das ist ja von Region zu Region verschieden, ne? Die Autobahntypen auch. Sieht irgendwie so amerikanisch aus, ne? Wenn man kein Rechts, irgendwie keine Leitplanke oder so, du kannst halt voll ins Gebüsch reinfahren. Keiner da Leitpfosten oder so? Nö. Vielleicht so ein bisschen wie American Truck Simulator. So, wenn jetzt hier die Autos wieder vor mir aufploppen sollten, Alter, ne? Krass so aus. Können wir mal gucken. Na gut, so weit ist es nur nicht mehr. 3-4 Stationen noch. Wieder gebaut. Aber das hier sieht echt schön aus. Also du fährst hier so Autobahn, kann ich mir vorstellen, wenn du hier das Depot hast, ich weiß auch gar nicht, wo das Depot hier ist, du fährst hier morgens so lang, siehst deine Stadt hier schon rechts und so, fährst aber chillig auf der Autobahn mit fast 90 km/h. Das stelle ich mir echt extrem chillig vor. So. Also nicht nur abends, wenn die Sonne untergeht, oder auch abends, ne, bist du die Stadt gefahren, fährst dann hier auf der Autobahn nochmal an der Stadt vorbei, so ganz chillig so, und dein Feierabend. Das gefällt mir richtig gut hier. Jetzt haben wir auch rechts eine Leitplanke. So muss das sein, Leute. So muss das echt sein. So nicht anders. So. Ja, hier hat sich eine Schlange gebildet, ne? Können wir mal ruhig rechts vorbeifahren. Mackenrode, Raststätte. Dann kommt jetzt erst eine Raststätte. Okay, dann suchen wir die natürlich auch nochmal auf. Aber irgendwie wirkt die Linie wirklich so, als ob hier kein Beta-Tester unterwegs war, weil der Fahrplan geht auch gar nicht. Ihr merkt, ich fahre hier wirklich mit 90 durch auf der Autobahn, bin vorher auch jetzt nicht gerade langsam gefahren. Habe im Wohngebiet sogar noch extra ein bisschen Gas gegeben. Aber der Fahrplan, na gut, jetzt hat er sich gerade umgeschaltet auf 4 Minuten. Wir sollten ja vielleicht vor 4 Minuten schon hier an der Haltestelle sein. Das ist wohl auch Raststätte hier, ne? Die Haltestelle Raststätte. Jetzt komme ich mir gerade vor wie im Fernbus-Simulator. Da sieht das ja auch so aus hier rechts, ne? So lauter Rapsfelder. Jetzt sind es hier nur so Plastikrundlungen. Aber hier hat die Raststätte auch mal eine Haltestelle mit drin. Ne? Das ist ja cool. Und man kann auch an der Raststätte abfahren. Aha, aha, das ist cool. Und mitten im Feld eine Haltestelle läuft. Vielleicht fahren wir auch hier diesen Feldweg lang. Das kann natürlich auch sein. Das hoffe ich aber nicht, weil das krass unrealistisch wäre. Ich meine, das ist hier die Autobahnabfahrt und die Autobahnauffahrt. Vielleicht hat man das ja auf der anderen Seite genauso gemacht. Also wenn hier Stau ist, na, das möchte ich nicht mehr erleben. Einspurig hier, die Autobahnabfahrt. Aber wenigstens haben wir mal diese Leitpfosten hier, die auch nur mal so an dem Eck sehr dicht aneinander stehen. Aber das gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Das ist so der schönste Abschnitt eigentlich, den wir eben gerade gefahren sind. Der schönste Abschnitt der Map. Wo man sagen kann, wenn die ganze Map auf dem Niveau wäre, dann wäre das eine Top-Map. Wenn man dann nicht Mösendorf und so eine Scheiße noch hinschreiben würde, dann könnte das echt was werden mit der Heim. Ohne Witz. Also, man merkt ja schon, das Potenzial ist auf jeden Fall da. So. Sieht auf jeden Fall auch schöne Ecken. Also nicht so auf
vielleicht schon Pausen, wo man die Hoffnung eigentlich komplett aufgibt, wo man merkt, ja, nee, da ist ja wirklich keine schöne Ecke und da glaubt man auch nicht, dass da jemals eine schöne Ecke kommen wird, aber hier anscheinend ja schon. So. Oh, das ist auch immer saugefährlich hier. 1 Zentimeter ohne Kollision. Meistens ist es auch so, da fährt er mir Nachläufer einfach hinten rein. So, hier nur 50. Hier nur 50 aus Eingangsschilden, meine Damen und Herren. Auch wenn das jetzt ganz schwer zu halten sein wird. Mann, eine Kirche so mittendrin, okay. Wasserwerk, willst du mich verarschen? Villa, Endhaltstelle, ja super. Haltewunsch, ich glaub's ja nicht. Dass ich das heute noch erleben darf. Aber hier, das sieht auch schön aus. Guck doch mal hier mit den Treppen und so. Aber hier zu wohnen wäre bestimmt auch geil. Und eine 30er-Zone. Na, das liebe ich doch. So, das sind ja hier diese Blitzer. Die funktionieren hier aber nicht. Busbetriebssimulator haben sie mich neulich in der Spielstraße geblitzt, Alter. Ne? Ich habe ja so den Abkacker bekommen. Ohne Witz, ey, in der Spielstraße. Übrigens dürfte der auch 10 km/h fahren hier im Busbetriebssimulator. Ich bin irgendwie 15 gefahren oder so. Normalerweise ja 4 bis 7 km/h. So, hier anscheinend nicht. Okay, dann halte ich hier nicht an. Und wir erreichen die Endhaltestelle. Oh Gott, das sieht ja auch aus hier. Das ist wieder meine Straßensperrung. Okay. Wahrscheinlich werden hier nicht nur Busse, sondern auch die Fahrzeuge, die da vorne gerne weiterfahren würden. Und jetzt erst merken, dass das, weil ja auch nirgendwo hier ein Hinweisschild war, ja, Straße ist hier gesperrt oder so. Na gut. So. Ja, bremst doch. Und es wollen alle raus? Ja. Und fast bei alle wollen zur Villa. Unglaublich. So. Dann sind wir die tolle Unilinie gefahren, die eigentlich nur Unilinie heißt, weil sie dort anhält. Ja, hat mir auf jeden Fall zwischenzeitlich sogar gefallen. Soll es für heute gewesen sein. Viel Spaß mit der Map, wenn ihr euch die Fahrgaststamm halt auch mal runterladen wollt, macht das auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, meine Damen und Herren. Vergesst nicht die Abstimmung. Und ja, haut rein, liebe Leute. Peace out und ciao.